Mein Name ist Holger Böhme, ich bin der leitende Oberarzt der urologischen Abteilung der Asklepios-Klinik Barmbek in Hamburg und ich möchte heute über die Faszination OP-Roboter sprechen. Was ist ein OP-Roboter? Ist das eine Maschine, die alles selber macht? Das ist es nicht. Der OP-Roboter ist letzten Endes eine Maschine, die die Bewegungen des Operateurs im Körper übersetzt. Bei der traditionellen Bauchspiegelung wurde ein Operationsfeld im Bauch des Patienten erzeugt, indem man Kohlendioxid in den Bauch eingeleitet hat und somit die Bauchdecke von den Organen abgehoben hat. In diesem OP-Gebiet konnte man dann Hülsen einbringen, über die man miniaturisierte Scheren, Pinzetten und Nadelhalter einführen kann. Und beim Roboter ist das alles deutlich komfortabler. Erstens muss der Operateur nicht die Instrumente selber halten und führen. Das macht ein robotisches System. Das ist ermüdungsfrei. Das hält immer exakt dieselbe Position. Zweitens muss der Operateur die Kamera nicht von einem Kameramann in Anführungszeichen geführt bekommen, sondern er führt diese Kamera selber. Und da er mit dieser Kamera 10-fach vergrößert HD 3D sieht, sieht er auch deutlich exakter. Ein weiterer Vorteil ist, dass die robotischen Instrumente verglichen mit den minimalinvasiven Instrumenten an der Spitze die Beweglichkeit einer menschlichen Hand und sogar darüber hinaus eine Beweglichkeit aufweisen, die es ermöglicht, mit steilen Winkeln in verschiedensten Positionen Operationen durchzuführen, die bisher konventionell so nicht möglich waren. Das bedeutet zusammengefasst letzten Endes ein exakteres, schonenderes, ermüdungsfreies Operieren. All die Patienten profitieren davon, dass sie sich sehr schnell erholen und sehr schnell aus dem Krankenhaus entlassen werden können. Was machen wir in Barmbek mit dem Roboter? Wir machen hauptsächlich natürlich als Urologen Chirurgie an Organen des Harntraktes. Wir führen nierenerhaltende Operationen bei Nierentumoren durch. Wir entfernen Nieren, wenn große Tumoren vorliegen oder wenn sogenannte Nierenbeckentumoren vorliegen. Wir operieren Engen am Harnleiter oder am Nierenbecken, sogenannte rekonstruktive Eingriffe. Und wir operieren bei bösartigen Tumoren der Prostata diese, indem wir die Prostata komplett entfernen. Das ist im Augenblick unser Spektrum und ich denke, in Zukunft wird der Roboter die konventionelle Laparoskopie komplett verdrängen. Wie stellt man sich das vor? Was erwartet Sie, wenn Sie als Patient in unsere Klinik kommen? Es ist so, dass bei Tumorerkrankungen des Harntraktes grundsätzlich wir uns die Kompetenz aller Fachgruppen einholen. Dazu werden die Patienten in einer interdisziplinären Tumorkonferenz besprochen. Das Ganze folgt dem Motto etwas mehr Hirn bitte, also unterschiedliche Fachbereiche richten ihre Aufmerksamkeit auf Sie als Patient und es wird eine optimale Lösung gesucht. Wir besprechen mit Ihnen und Ihren Angehörigen alle Optionen, die sich bei Ihrer Tumorerkrankung für Sie ergeben. Wir reden dabei auch über Ihre Ängste, wie die ganze Sache sich für Sie auswirken lässt. Und das Ziel der Übung ist letzten Endes, dass Sie ein gutes Bauchgefühl haben, bevor wir dann zur OP schreiten. Und auch da, denke ich, sind wir gut aufgestellt. Wir haben ein sehr gutes, hochmotiviertes OP-Team, was freundlich und fröhlich ist, das Motto unseres OP-Saales, Sie empfängt und die OPs, meine ich, auch in einem sehr hohen Niveau dann durchführt.